Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Philia und wir spielen Mass Effect 3. Und zwar das... Hallo. Und zwar das Omega-DLC. So, wir sind jetzt hier angekommen an der... Weiß ich nicht, ob die geheim ist, aber zumindest auf der Basis, von der aus wir die Operationen leiten werden oder beziehungsweise starten werden. Huh, was? Mann, jetzt habe ich nicht zugehört. Und ich wollte mich mal kurz hier ein bisschen umgucken, Commander? Ob irgendwelche Leute hier sind, mit denen wir uns unterhalten können, aber wahrscheinlich nicht. Nö, scheint nicht so zu sein. Also zumindest hier nicht vorne. Aria ist ja irgendwo da hinten, da gucken wir gleich auch mal. Die sind alle sehr schwer beschäftigt. Komme ich da hin? Nö, komme ich nicht. Okay, die sind alle sehr schwer beschäftigt. Ist da auch eine Tür? Okay, da ist eine Tür. Dann gehen wir mal da durch. Das ist wahrscheinlich... Genau, da hinten wären wir sonst rausgekommen. Ah, hier geht's noch direkt weiter. Was haben wir denn hier schön? Wenn wir die Lieferung nicht verloren hätten. Sie meinen, wenn wir das Schiff nicht verloren hätten. Und die Leute. Ja, sicher. Das auch. Aber vor allem die Vorräte. Okay, vielleicht müssen wir Vorräte sammeln. Da leuchtet was an ihrem Bein. Das sieht interessant aus. Okay. Haben wir sonst noch irgendwas hier, was wir machen können? Also da können wir offensichtlich nicht durch, aber wir können mit der Wache reden. Dieser Bereich ist noch ungesichert. Momentan kein Zutritt, Commander. Okay. Müssen wir vielleicht frei spielen oder so? Das Keine war's. Ahnung. Alles, was wir haben, ist einsatzbereit. Es ist nicht viel. Wir könnten die Speer bitten, nach medizinischen Vorräten Ausschau zu halten. Oder mich. Habe ich auch schon gedacht, aber Bray spielt dabei bestimmt nicht mit. Reden Sie mit den Speern. Ich kläre die Sache mit Bray. Ich kann was suchen. Ich bin nur hier sowieso für alles quasi Commander, zuständig. Haben Sie mal kurz Zeit? Aber sicher das. Guck mal, das Hacker. Nee, eine Hackerin. Hackerin wahrscheinlich. Okay, dann haben wir hier. Aria? Sind das. Das sind unsere Leute, ne? Die stehen da rum wie bestellt und nicht abgeholt. Okay, haben wir sonst noch jemanden hier? Ruck? Ruck, bist du da? Ich schwöre dir, wenn du nicht gleich antwortest. Endlich. Wo bist du? Du weißt es nicht? Im Ernst? Sieh dir doch einfach die Pläne der Station auf deinem Universalwerkzeug an. Was meinst du damit? Dein Universalwerkzeug ist kaputt. Ruck, das ist nicht gut. Stimmt, das hilft dir nicht weiter. Tut mir leid. Pass auf, ich lotse dich zurück zum Bunker, okay? Müssen wir Ruck retten oder so? Das kann ich mir gut vorstellen. Huch, was? Mist. Oh, ist irgendwas kaputt? Kann ich helfen? Wo liegt hier das Problem? Die Stromwandler haben Kurzschlüsse. Ich habe versucht, sie zu umgehen, aber das geht nicht. Wahrscheinlich liegen irgendwo auf Omega noch welche rum. Wenn Sie also auf ein paar Kiri-Wandler stoßen, bringen Sie sie hierher. Kiri-Wandler? Mal sehen, was ich tun kann. Okay, noch eine Nebenquest offensichtlich. Also zumindest eine offizielle Nebenquest. Die anderen, die haben ja nur geredet. Da kam ja, ist nichts aufgeploppt, dass wir auch irgendwas tun sollen. Haben wir hier noch was? Da haben wir noch eine Wache, da ist wahrscheinlich auch noch ungesicherter Bereich. Aria möchte mit Ihnen sprechen. Ja, das weiß ich doch. Gut, und was haben wir hier? Nüscht. Oh doch, hier, Panzerungsspind. Ach, da kann ich, okay. Und hier ist dann halt eine Waffenmodstation, okay. Also wir haben quasi alles Wichtige hier. Ach, ich gebe auf. Neue Wandler sind die einzige Lösung. Ja, ich finde bestimmt welche. Hoffe ich. Vielleicht, mal gucken. Halt nach Steuerpulten Ausschau. Ich gleiche das dann mit meinen Stationsplänen ab, um rauszufinden, wo du bist. Was? Ruck, ich finde keine einzige Referenz auf diese Position. Nein, ich scherze nicht. Daran ist nämlich absolut nichts komisch. So kannst wirklich nur du dich verlaufen. Ich weiß nicht, wie du das immer schaffst. Hey, ich sage ja nur, dass das im Grunde eine ziemlich beeindruckende Leistung ist. Aber es hilft Ihnen in dem Moment jetzt auch nicht weiter. Okay, gut. Wir reden mal ganz kurz... Ma'am? Wir reden mal ganz kurz hier Wenn mit Sie dem Hacker. Kurz Zeit haben, Commander. Ja, mach ich. Was ist? Ich wurde beauftragt, für mehr Kontrolle dieser Zentrale über die Betriebssysteme von Omega zu sorgen. Mhm. Ich habe die Überwachung auf zahlreichen Decks gehackt, mich in verschiedene interne Kommunikationskanäle eingeklinkt. Mhm. Aber mir sind Grenzen gesetzt. Es gibt Terminals in den Bereichen, die Cerberus kontrolliert und... Naja, wenn Sie darauf Zugriff bekämen... Wenn Sie diese Terminals finden, bekäme ich durch simple Eingabe eines Codes Zugriffsprivilegien und damit mehr Einfluss auf die Systeme der Station. Kann ich machen. Gut. Ich behalte hier alles im Auge und gebe Ihnen Bescheid, wenn meine Codes aktiviert sind. Danke.
Kein Problem. Ich war gerade ein bisschen irritiert, dass sie ihren Kopf so weit drehen kann, aber du bist schon ein Mensch, ja? Okay, ja, Aria, was willst du denn gerne mit mir besprechen? Es, wie sieht's aus? Alle Systeme funktionsfähig. Komplette Omega-Pläne, komm jetzt online. Sehen wir es uns an. Aha, diese Kraftfelder, Shepard. Der General hat sie überall installiert. Mist. Er kontrolliert die Zugänge auf der ganzen Station. Was sind diese dunklen Bereiche? Hm. Viele Sektoren von Omega haben keinen Strom. Ich wette, er wird abgezweigt, um die Kraftfelder zu betreiben. Finden Sie die Quelle. Priorität 1. Und wir brauchen einen taktischen Überblick über sämtliche Cerberus-Stellungen. Wird erledigt! Shepard, es gibt Arbeit. Unsere Verluste waren beträchtlich. Wir haben keine Armee mehr, die groß genug für Cerberus wäre. Dann brauchen wir Verbündete. Passiert mir ständig. Wir wissen, dass es noch eine aktive Gang gibt. Die Talons widersetzen sich der Besatzung. Okay. Nicht meine erste Wahl, aber mehr haben wir nicht. Wir könnten eine Allianz anheuern. Wir könnten eine Allianz aushandeln, so wollte ich das eigentlich sagen. Söldner respektieren nur Stärke. Ach komm, wir können ja nett sein erstmal. Dann spielen wir mal Diplomat. Und wenn der aktuelle Anführer nicht will, dann eben der nächste. Verzeihen Sie die Störung. Was ist? Ich habe mich eine Sekunde weggedreht, um Vorräte abzuladen. Als ich wieder hinsah... War sie weg. Wer ist naja, sie? Naja, ich... Alles ist abgeriegelt. Sie muss hier irgendwo sein. Dieser Bunker hat geheime Zugänge zu anderen Bereichen der Station. Ach, und leider kennt Nyrene sie. Verdammt, Bray, wenn ich nicht schon zu wenig Leute hätte. Konzentrieren wir uns darauf, die Talons an Bord zu holen. Ich treffe sie am Ausgang der Waffenkammer, wenn sie bereit sind. Lassen Sie mich nicht warten. Okay. Naja, ich hab... Du bewegst dich ja gar nicht. Ja, was ist denn? Reden wir. Haben Sie kurz Zeit? Wir müssen los. Aber was beschäftigt Sie? Okay, also ich möchte erstmal hier ein paar Fragen stellen. Offensichtlich geht das, also finde ich das ganz gut. Wie ist denn so der Schlachtplan? Wenn die Talons rekrutiert sind, wie erreichen wir dann den General? Ich arbeite daran. Sein Kontrollzentrum ist im Afterlife. Ohne Zweifel, pure Absicht, um mich zu verärgern. Ja, okay. Werden Sie damit fertig? Er will Sie damit nur aus der Ruhe bringen. Das wird er doch nicht schaffen. Wut bringt Konzentration. Die seltsamen Kraftfelder blockieren den Zugang zum Großteil der Station, auch zum Afterlife. Wenn unser aktuelles Ziel erreicht ist, werde ich nach einem Weg suchen, sie zu umgehen. Genug geredet. Ist noch was oder können wir weitermachen? Gibt's keine geheimen Gänge ins Afterlife? Ich meine, die hat doch da ihre Homebase gehabt. Okay, die Talons. Erzählen Sie mal was über die. Erzählen Sie mir von den Söldnern, die wir anheuern wollen. Drogenschmuggler und Halsabschneider, aber gut organisiert. Das ist der Unterschied. Cool. Sie scheinen zivilisierter zu sein als etwa das Blood Pack. Aber im Grunde sind sie genauso ehrlos. Wir müssen an ihre Gier appellieren, um sie zu kriegen und auf Kurs zu halten. Müssen sie sonst noch was wissen? Das heißt, wir müssen ihnen Geld anbieten. Oder halt einen Teil von Omega, sobald wir es zurückerobert haben. Okay, erzählen Sie mir was über Nyrene. Anscheinend steckt mehr hinter Nyrene, als man vermutet. Sie meinen ihr Verschwinden? Ganz ehrlich. Ich bin nicht besorgt. Bei jedem anderen wäre ich auf Blut aus. Aber Nyrene ist eine Variable, die ich im Griff habe. Sie Sicher? Hat einen Moralkodex. Die Tugend quillt nur so aus ihr raus. Sie beide waren bestimmt ein interessantes Paar. Gegensätze ziehen sich an. Es war kraftvoll, aber zum Scheitern verurteilt. Nyrene zeigte keinerlei Flexibilität. Sie kam nicht zurecht mit den... Problemen meines Lebens. Mehr kriegen Sie zu dem Thema nicht aus mir raus, Shepard. Ist sonst noch was? Ja, ich krieg bestimmt noch mehr raus, sobald wir beste Freundinnen sind. Okay, dann erzählen Sie mir noch was über den General oder den General. Erzählen Sie mir mehr über Petrovsky. Er maßt sich an, auf meinem Thron zu sitzen. Nur das zählt.
Okay, Sie hassen ihn, aber ich muss wissen, mit wem wir uns da anlegen. In Ordnung. Ich gebe zu, er ist nicht wie die anderen Cerberus-Agenten, die ich kenne. Er ist klug, denkt strategisch, ist unberechenbar. Er ist wie sein Boss. Ganz egal, wer leidet und was es kostet, er schreckt vor nichts zurück. Um ihn zu besiegen, müssen wir bereit sein, auch so zu handeln. Ist das Verhör jetzt zu Ende? Wir haben nämlich kaum Zeit. Okay, ich bin fertig. Fürs Erste sind Sie erlöst. Gut, ich treffe Sie am Ausgang bei der Waffenkammer. Okay, dann gehe ich da einfach mal alleine hin, weil wir uns da treffen. Warte, Waffenkammer? Oh, jetzt kann ich hier überall hin. Wo muss ich denn eigentlich hin? Da muss ich hin, aber ich will hier rein. Was ist... Ach, hier sind wir. Okay, alles gut. Da hinten kann ich aber noch nicht rein, ne? Okay, Kiki, ist nur ein Einzug. Ja, das weiß ich doch. Wenn ich welche finde, sag ich Bescheid. So, hier müssen wir hin. Viel Glück da draußen. Danke. Gebiet verlassen. Ja, sollen wir ja. Ja, das ist soweit alles okay. Wie sieht's hier aus? Ist auch soweit alles okay. Dann bin ich mal gespannt. Was verbindet Sie mit dieser Gang? Einige für beide Seiten profitable Geschäfte und ein bisschen Gewalt. Bis zur Seuche von 2185 hatten wir die Talons nicht mal auf dem Schirm. Ihr kleiner Krieg gegen die anderen Gangs hinterließ ein Vakuum. Das wollte ich nicht. Ihr Anführer Darius nutzte die Situation aus und verschaffte den Talons ein größeres Stück vom Drogenhandel. Rekrutieren wir sie, weil sie gut sind oder weil wir mehr Leute brauchen? Beides. Sie sind Kanonenfutter. Wir benutzen sie, weil es hier sonst niemanden gibt. Okay, also ich benutze andere nicht, ja? Ich meine, Watchers sind schon eine Sache, ne, die man so als Kanonenfutter benutzen kann, aber das, die reichen doch, oder? Werden Sie ihnen das auch sagen? Ganz Nein. ruhig, Shepard. So läuft das eben auf Omega. Überlassen Sie mir das Reden und... Commander, die Cerberus-Truppen teilen sich. Sieht aus wie ein Angriff auf die Talons. Na toll. Den Funksprüchen nach liegt Ihr Hauptziel in diesem Gebiet. Vielleicht der Anführer der Talons. Ja, das ist ja cool. Dann können wir die retten. Wir müssen wohl durch Cerberus kämpfen, um zu ihnen zu kommen. Wie unerwartet. Gut, ich kann mich bewegen. Okay, wir gucken einfach mal, was uns hier erwarten wird. Talons Gebiet erreichen. Okay, wir müssen uns also durchkämpfen hier. Hier sehe ich noch keinen. Wo? Seltsam, warum sollten Sie Kisten mit rotem Sand einfach so rumliegen lassen? Vielleicht hatten Sie etwas Wichtigeres zu tun. Nicht Darius, den interessiert nur der Profit. Alles andere kann verbrennen. Hm. Roter Sand? Was ist denn das? Ist das was Wertvolles? Ich will mal kurz eine andere Waffe nehmen. So. Hier auch irgendwie? Ist das auch roter Sand? Ich habe keine Ahnung. Okay. Da ist immer noch niemand. Okay, das ist sehr langweilig hier unten. Dann gehen wir mal hoch. Da haben wir irgendwelche Konsolen, die wir benutzen können. Einer dieser Luftschächte müsste ins Gebiet der Talons führen. Liftsteuerung. Okay. Toll. Kann ich da hochspringen oder so? Ich will kein Terminal aktivieren. Ich weiß nämlich nicht, was das bedeutet. Ich möchte gerne dahin. Dann geht das da runter. Nein, 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 nein. Nein, bleib da oben. Hey, was? Hallo? Da ist aber irgendwie noch... Das ist aber grundsätzlich verbuggt. Kann das sein? Okay. Ich möchte gerne... Okay, ich aktiviere das einfach mal. Mal gucken, was passiert. Ich dachte aber nicht, dass ich da jetzt dann irgendwie weiterlaufen muss oder so. Und das jetzt ein Rätsel war, um da oben an die Kisten... Oh, was haben wir denn hier? Eine Luftschleuse, die wir benutzen können. Warte. Das Terminal ist aktiv. Danke, Commander.
Order. Ah, okay. Für die Dame war das. Okay. Kann ich da jetzt irgendwie... So? Da ist aber hier Buggy-Di-Bug-Bug. So. Und jetzt kann ich hier hoch... Ah, okay. Jetzt kann ich die benutzen. So. Hier gibt es doch bestimmt was total Geiles. Ein Hochgeschwindigkeitslauf. Yes. Und sonst nicht wirklich irgendwas. Zumindest nicht, wo wir hin können. Okay, ja, ich wollte mich ja nur umgucken. Siehst du? Also war das schon... Tschö. Komm, du spawnst doch bestimmt gleich hinter mir irgendwo. So, dann klettern wir mal hier hoch. Da ist sie. Ist so runtergesprungen. So, dann gehen wir mal durch die Luftschleuse. Ah ne, guck mal, ein Datenpad. Boah, den haben wir fast das Geld hier übersehen. So. Oh Gott, hier muss man sich ja echt gut umgucken. Es ist dunkel hier. Ah, okay. Oh Gott, wenn da jetzt einer gestanden hätte. Dachte, das sind Luftschächte, hatte ich irgendwie das Gefühl. Und hier sind auch überall Kisten. Ich habe die Cerberus-Com gehackt und schalte sie jetzt zu. Greife Feinde an! Ich brauche hier mehr Verstärkung! Na komm! Huch, was war das? Okay, hier ist noch niemand, aber hier ist ein Datenpad. Wo wir wieder Geld kriegen. Sehr schön. Eine Luftdichtung. Strom ist abgeschaltet. In der Nähe müsste ein Schalter für den Generator sein. Okay. Munition. Habe ich doch bisher noch gar nicht gebraucht. Noch ein Datenpad. Missionsbericht. Wir haben diesen Ort jetzt fast vollständig ausgekundschaftet. Die Überwachungsdrohnen deuten darauf hin, dass das Internierungszentrum in etwa demjenigen entspricht, das wir uns als letztes vorgenommen hatten. Allerdings ist irgendetwas komisch an den Patrouillenmustern, die die Anzeige ausspuckt. Ich empfehle eine weitere Beobachtungsrunde, bevor wir versuchen, die Zivilisten rauszuholen. H-Punkt. Okay. Oh, meine Stimme ist bald echt weg. So. Generator reaktiviert. Das ist der Strom, ne? Der dafür gebraucht wird. Und was haben wir hier? Terminal untersuchen. Sieht aus, als hätten sie damit die Arrestzentren beobachtet. Da laufen Leute. Ist das Echtzeit? So. Okay. Hat das Datenpad. Wozu brauche ich Munition? Die habe ich ja noch gar nicht benutzt, aber wahrscheinlich jetzt gleich. Gut. Ah, jetzt kommen wir endlich wieder in offenere Gefilde. Dieser Turm ist der Talon-Außenposten, zu dem wir wollen. Sieht aus, als würden die Talons wirklich ihr Bestes geben. Ob ihr Bestes gut genug ist? Back, 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 back. Quatsch! So. Haben wir hier irgendwas? Nö. So, hier geht's. Commander, laut Cerberus-Funk ist das Prioritätsziel ganz in ihrer Nähe. Die Toten werden ihnen auf dem Weg zum Talon-Außenposten begegnen. Verstanden. Ich möchte mich aber erstmal hier umsehen, weil das hier auch irgendwie was ist. Also da hoch ist klar, dass ich da hin muss. Also gehe ich erstmal von aus. Ich gehe mal nicht davon aus, dass es hier weitergeht. Huch. Was ist denn das hier? Den Bereich durchsuchen. Unterwegs. Schussante! Ah, scheiße, wir sind entdeckt worden. Ach. Ich muss dran denken, dass bei Robotern nicht wirklich der Kopf explodiert. Schon wieder hier nix. So. Ach komm schon. Ups. Oh nein, ihr Arschköpfe, ihr. Du wirfst hier nix nach mir. Da ist noch einer. War's das? Okay, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Ich dachte, wir müssten da oben lang. Aber vielleicht mussten wir wirklich hier unten lang und ich habe mal wieder was übersehen dann, weil ich da oben nicht geguckt habe. Ist egal. Mein Einfluss auf die Systeme der Station ist soeben um 77% gestiegen, Commander. Sehr gut. Danke.
Achso, ich dachte gerade, da ist ein Gegner. So, okay. Was haben wir hier Schönes? Ein Datenpad. Wo wir wieder Geld kriegen. Oh mein Gott. Und da ist nichts. Es sah so aus, als wäre da was. Ach, hier geht's weiter. Ach, krass. Jetzt habe ich irgendwie Angst, dass ich da oben was übersehen habe. Wir haben sie. Jetzt nicht nachlassen, Leute. Okay. Ach so. Ich dachte, ich könnte hier vorbei. So. Ach, komm schon. Rückzug der Taylors wurde blockiert. Uah. Nicht so schnell bewegen, Kerl. Haha. Ich weiß, jemand muss die Türen aufbrechen. Ist hier niemand? Severus-Abriegelung. Geht es um diese Barrieren? Die Türen sind offen! Rückzug! Rückzug! Ah! Sie entkommen Richtung Lagerhaus! Fuck. Hallo, ja, geh mal hier in Deckung, Mädel. Boah, diese Schilde. Komm schon. Haben wir hier noch sonst irgendwas? Sind wir hier überhaupt richtig? Ja, wahrscheinlich schon. Mann, jetzt ärgere ich mich, dass ich da nicht oben lang gegangen bin. Ich dachte, hier unten wäre so der Nebenweg. Du bist tot, schade. Kann ich hier irgendwas machen? Ja. Oh. Oh, hi. Danke. Gern geschehen. Vielleicht kriege ich da jetzt Punkte für. Ich kann jetzt die feindlichen Bewegungen in den Sektoren 4 bis 12 überwachen. Ausgezeichnet. Gern geschehen. Da sind einige Servers. Gut, du kommst alleine klar, ja? Dann geht's hier weiter. Ein Fahrstuhl benutzen. Oh Mann, gehe ich nochmal zurück und guck mir... Nee, da war wahrscheinlich gar nichts. Ich habe nur gedacht, da geht's wahrscheinlich lang oder so. Gott, wenn ich jetzt die Hälfte der Map übersehen habe, kann ich hier nochmal hin später? Ich weiß es nicht. Aber wenn ich jetzt zurückgehe und dann ist da überhaupt gar kein Weg, ist auch ärgerlich. Was haben wir denn hier? Eine Tür. Landeplatz gesichert. Oh! Was bist du denn? Ach, du bist so ein... Hörst du wohl auf, Sachen zu mir, nach mir zu werfen? Fertig? Okay. Oh, fuck. Dafür ist ein Sniper nicht so gut geeignet. Da ist einer. Habe ich ihn denn nicht getroffen? Oh nein, ein Scheißteil ist da. Komm, geh kaputt. Ah, ist nur der Kampftechniker noch übrig. Nimm's. Aber ja, halt nicht deinen Kopf dahin. Den brauche ich noch. Ist er tot? Verstärkung anfordern. Was? Wo? Wieso? Ah, diese dummen Bots hier, die sind kacke. Oh, aber tot. Das hat Arya wahrscheinlich gemacht. Sehr gut, gefällt mir. Okay. Medizinische Station brauche ich auch nicht so viele. Aber... Naja, man will den Tag ja nicht vor dem Abend loben, ne? So, okay. Hier ist sonst... Doch, da ist was. Ach so, nur der Generator, okay. Sie dürfen nicht durchkommen. Wo? Was? Wo kommen die denn runter? Ach, da hinten, okay. Ach, da oben schießt einer. So. Und da unten hat er ein paar abgelassen, ne? Sehe ich richtig. Ich finde das cool, dass wir diese Schilde hier kriegen. Haben wir hier noch irgendwas? Nö.
Komm, da sind doch welche. Ach, da. Autsch. Ach, Centurios. Die sind ein bisschen... Können wir ein bisschen mehr hier so... Kopfschaden ist echt krass. Da war doch gerade noch einer. Aber ja, hast du den kaputt gemacht? Krass. Okay, Munition nehme ich nochmal kurz. So. Dann geht's weiter. Der ist tot, ne? Der ist auch sowieso von der falschen Seite. So, gerade mal hier gucken. Was haben wir hier für schöne Sachen? Ein Medikit, einen Generator, den wir reaktivieren können, um ihn für uns zu nutzen, falls da jetzt jemand kommt. Aber da kommt wohl keiner. Feinde nähern sich. Gebiet abriegeln. Okay. Antworte. Träum weiter, Mensch. Wo ist Ziel Alpha? Antworte oder dein Freund stirbt. Antworte. Letzte Chance, Talons. Antwortet oder... Oder was? Was so? Zurück! Das glaube ich nicht. Kümmern Sie sich um die Verwundeten und bergen Sie, was geht. Wir müssen schnell hier weg. Ihr habt den Boss gehört. Bewegung! Wir haben den Anführer der Talons gefunden. Na sowas. Nyreen, du steckst voller Überraschungen. Arya, die Täuschung war notwendig. Ich musste rausfinden, wie deine Pläne aussehen. Die Leute auf Omega brauchen uns. Ich konnte nicht riskieren, unsere Operation zu gefährden. Nicht gerade das Standardvorgehen einer Straßengang. Als Cerberus einfiel, waren die Talons ein Chaos. Ich brachte einen neuen Kurs. Seitdem jagt uns der General. Im Moment greift er einen unserer Außenposten an. Und da muss ich jetzt hin. Wir sind hier fertig, Boss. Okay. Arya, Commander Shepard, was immer Sie hier wollen, die Antwort lautet nein. Sie finden sich ja alleine von hier weg. Lassen Sie uns helfen. Also, ich komme mit zu dem Außenposten und wir brauchen noch ein Teammitglied. Außerdem frage ich mich gerade, ist die Nyreen ein reinrassiger Turianer? Also, sehen weibliche Turianer so eckig aus? Also, ich weiß nicht, die sehen halt anders aus als die normalen Turianer, die wir kennengelernt haben. Oder ist das überhaupt kein Turianer? Doch, bestimmt, oder? Wir sind hier, um zu helfen. Wir reden an Ihrem Außenposten darüber. Ein großzügiges Angebot. Arya, spricht der Commander auch für dich? Ich hätte es anders formuliert, aber im Grunde stimmt es. Ha. Also gut, dann folgen Sie mir. Juhu, Dream Team Action. So, darf ich mich kurz hier noch umgucken? Weil vielleicht sind ja hier tolle Sachen. Siehst du hier ein Datenpad? Verbessert. Dir sind die biotischen Granaten aufgefallen? Du hast Explosionen immer schon gemocht, bei jeder Gelegenheit. Bei jeder Gelegenheit. War das jetzt eine Anspielung? Also war das jetzt ein schweinischer Witz? Okay. Ja, wo geht's hier weiter? Da geht's weiter. Da ist Munition voll. Okay, wir können. Hallo, kommt ihr? Lasst uns in den Fahrstuhl steigen und nach oben fahren. Da ist eine Tür, die kommt. Habt ihr nichts zu erzählen? Es ist sehr still hier. So, also, okay, reden wir halt nicht weiter. Ja, okay, gehen wir mal weiter. Ich sehe niemanden. In Deckung gehen. Bolwerk Maxima Anmarsch! Die können natürlich da durch, die Säcke. Na komm schon. Uh!
Eisen. Ich will eigentlich den Generator da treffen. Aber gut, dann mache ich den halt erstmal weg. So. Da ist noch einer. Ist auch noch irgendwo ein Generator da. Erstmal alle Schutzschilde wegmachen hier. Der ist schon tot. Kommen noch mehr? Oh. Oh nein! Sie haben einen Atlas zurückgelassen, ihren Rückzug zu decken. Ich hab aus Versehen die 1 gedrückt. Egal. Ist er tot? Er ist tot. Ja, die Sniper ist nicht das Beste gegen sowas. Ah, oh, der ist doch nicht tot. Scheiße. Der wäre tot. Okay, ich sehe leider durch diese blöde... Aua. Okay, pass auf. Ich muss jetzt zu härteren Mitteln greifen hier. Ja, härtere. Oh, ist jemand gestorben? Okay. Gut. Das war der epische Kampf gegen den Atlas. Der ist schon ein bisschen schwieriger. Das ist mir schon aufgefallen. Oh, na toll, den hätte ich auch nehmen können. Ja, okay. Behalte ich jetzt erstmal. Toll. Gibt noch mehr davon. Kann ich hier irgendwas Tolles mit kaputt machen? Zum Beispiel den Generator. Klappt ja wunderbar. Okay. Oh Mann. Ja, die Folge ist zu Ende. Ich sammle hier noch schnell Munition ein, die ich nicht brauche. Und in der nächsten Folge werden wir uns dann durch diese Tür begeben. Ich bin mal echt gespannt, was uns hier noch so erwarten wird. Also wie gesagt, der Atlas war ja jetzt nicht so schwer, aber er war nicht einfach. Bin mal gespannt, wie oft wir sterben werden, oder? Ob wir das ganz souverän meistern werden. Ich weiß es noch nicht. So schlimm finde ich diesen Schwierigkeitsgrad gar nicht. Ich dachte, das wäre so voll krass viel schlimmer. Naja gut, dann werden wir uns in der nächsten Folge sehen. Bis dann, ciao!